Na endlich, tut sich mal was bei Intel. Oder doch nicht? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Ja, ich kann es ja verstehen, dass ich bei vielen von euch als AMD-Fanboy verschrien bin, da ich ja extrem viel zu AMDs Ryzen berichte. Verstehen kann ich es zwar, aber das Ganze trifft mich trotzdem eher zu Unrecht. Denn die letzten Monate gab es ja nun mal viele Dinge zu berichten, aber Produkte von Intel gehört nun wirklich nicht dazu. Das Ganze ist also keine Absicht, denn ich kann mir Intel-News doch nicht selbst ausdenken. Ja, okay, ich könnte schon. Aber mit dem heutigen Video folgt nur die zweite größere Intel-News in relativ kurzer Zeit. Und das ist auch gut so. Denn auch wenn die Ryzen und Navi Videos von euch geklickt werden, als würde es das letzte Video auf meinem Kanal sein, bin ich wirklich froh, wenn es auch mal ein paar andere Themen gibt. Dass es heute aber was zu Intel gibt, ist eigentlich keine allzu große Überraschung. Denn es gab das sogenannte Intel Investor Meeting 2019. Und endlich hat Intel auch mal Klartext gesprochen nach monatelangen Gerüchten und Vermutungen, wie es denn nun weitergeht. Ey, schon Feierabend? Na geht doch. Angekündigt wurde ja alles schon mit den letzten Leaks, zu denen ich ja übrigens auch schon ein Video brachte. Nämlich, dass wir wohl noch etwas länger mit der aktuellen 14 Nanometer Fertigung Vorlieb nehmen müssen. Und auch wenn Intel das nicht in klaren Worten so bestätigt hat, indirekt ist die Sache schon ziemlich klar. Und um auch die Zuschauer, die nicht so im Thema sind, jetzt kurz aufzuklären. Intel hat massive Produktionsprobleme, denn bereits seit 4 Jahren dümpelt Intel mit der 14 Nanometer Fertigung rum. Bekanntermaßen gibt es nur wirklich einen Performance-Schub, wenn die Fertigungsgröße halt sinkt, denn dann gibt es entweder bessere Energieeffizienz, höheren Takt und in der Regel so oder so mehr Recheneinheiten bzw. Transistoren. Fakt ist, wenn man es genau nimmt, verkauft Intel zurzeit immer noch die 4 Jahre alten Skylake CPUs unter neuem Namen. Oh je, den Aufschrei der Intel-Fans habe ich ja bisher eher gehört. Ja klar, gab es Architekturverbesserungen und auch mehr Kerne. Und selbst der 14-Nanometer-Prozess wurde jedes Jahr natürlich verbessert. Und Intel behauptet, gar mit dem aktuellen Prozess gegen TSMCs 10-Nanometer-Fertigung mithalten zu können. Aber das sind Intels Worte, nicht meine. Warum Intel so lange auf 14-Nanometer zurückgreift? Na, weil sie die 10-Nanometer-Fertigung einfach nicht perfekt in den Griff bekommen. Wohlgemerkt laufen schon seit längeren 10-Nanometer-Chips aus dem Reinraum. Die Kapazitäten sind aufgrund der vielen defekten Chips aber eher gering. Trotzdem stellt Intel das Ganze auf der Konferenz natürlich positiv dar und sagt, dass die ersten 10-Nanometer-CPUs ja schon in Kürze verfügbar sind. Und das wird auch so stimmen. Leider gibt es das Ganze als Ice Lake aber nur für Notebooks und ja, später im professionellen Bereich dann auch noch. Und ja, für Notebooks natürlich in den eher gemächlichen Leistungsstufen. Und von Ice Lake gab es sogar schon einen Die Shot in der 4-Kern-Version, was ich übrigens wirklich löblich von Intel finde. Klar ist hier die neue Grafikeinheit zu erkennen, die laut Intel übrigens nochmal deutlich schneller werden wird. Ja, das wird aber sicherlich kaum reichen, um einen den irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden in Sachen Grafikleistung auf CPUs. Selbst der Nachfolger Tiger Lake wird wohl erstmal nur für Notebooks eingesetzt. Fakt ist aber, dass Intel zumindest ja seine Termine einhält. Auch wenn entsprechende CPUs für den Desktop-PC noch in sehr, sehr weiter Ferne liegen. Trotz der enormen Probleme bei 10 Nanometer gibt es aber einen Termin für den 7 Nanometer Prozess, der 2021 beginnen soll. Wer sich über neue CPUs in 7 Nanometer freut, darf sich aber gerne zurückfreuen. Hey, ein neues Wort! Denn es ist geplant, anfangs erstmal nur Grafikchips für den Profibereich zu liefern. Für Gamer ist das Ganze also wirklich komplett durch die Bank uninteressant. Wenn es wenigstens die ersten leistungsstarken Gaming-Grafikkarten von Intel wären, dann hätte man ja noch irgendwas zum Freuen, aber so? Schade. Klar ist aber auch, dass der Konkurrent TSMC, der unter anderem ja für AMD und Nvidia fertigt, 2021 schon wieder eine Stufe weiter sein wird und sicherlich schon in 5 Nanometer fertigt. Klar ist aber auch, und das sage ich hauptsächlich, um entsprechende Kommentare zu vermeiden, 7 Nanometer von TSMC und 7 Nanometer von Intel lassen sich nicht grundsätzlich vergleichen. Es ist mir ja so ein Richtwert. Intel stellt das in dieser Folie auch nochmal klar heraus, wobei ich aber wie gesagt bezweifle, dass das wirklich so vergleichbar ist. Aber es ist eine Investorenkonferenz, da muss man halt immer gute Miene zum bösen Spiel machen. So oder so wird Intel noch ein paar Jahre hinterherhinken, wenn die Ingenieure doch nicht endlich mal morgens aufwachen und die zündende Idee haben. Und was ist nun das Ende vom Intel'schen Lied? Keine Überraschung, da ja schon seit mehreren Wochen alles vermutet wurde. Es kommt mit Comet Lake in Kürze die 10.000er Generation auf den Markt. Und wer vorhin fleißig zugehört hat, der weiß auch, in welcher Fertigungsgröße diese produziert wird. Na, wer weiß es, 200 Nanometer?
Falsch! Raus! Natürlich weiterhin 14 Nanometer. Sicherlich mit einer verbesserten Fertigung, aber es bleiben 14 Nanometer und es bleibt im Groben nur ein Skylake Refresh. Aber es ist nicht alles negativ. Zum einen ist sich Intel der Probleme nun auch öffentlich bewusst geworden und gesteht das jetzt durchaus auch ein. Ja, und zum anderen gibt es mit Comet Lake immerhin bis zu 10 Kerne für den Heimgebrauch. Ja, für AMD-Fans ist das natürlich lachhaft, da die neue Ryzen-Generation ziemlich sicher bis zu 16 Kerne bieten wird, aber besser 10 als 8. Nun geistert jetzt auch noch zusätzlich ein Gerücht durchs Netz, das wohl zurzeit etwas zu heiß gekocht wird. Es geht nämlich um neue nötige Mainboards für Comet Lake CPUs. Denn es ist nun quasi Fakt, dass es neue Chipsätze der 400er-Reihe geben wird. Auch das ist keine große Überraschung, denke ich. Und das Ganze ist auch ziemlich sicher, da die Infos bereits in Treibern gesichtet wurden. Und auch der Nachfolger Ice Lake wird mit einem 495 bezeichneten Chipsatz wieder neue Unterstützung bekommen. Aber allein aufgrund dieser Infos geistern jetzt Meldungen durchs Netz, dass Comet Lake zwingend neue Mainboards benötigen würde. Denn das ist natürlich durchaus möglich, aber das kann man doch jetzt nicht stumpf an neue Chipsätze ausmachen. Klar ist natürlich, dass der neue 10-Kerner andere Anforderungen stellen wird und dass hier durchaus neue Mainboards nötig sein werden. Falls Intel das aber als Ausrede nutzt, um die komplette Serie wieder auf neue Mainboards umziehen zu lassen, fände ich das doch verdammt traurig. Noch dazu kann Intel sich das doch aufgrund der bärenstarken AMD-Konkurrenz zurzeit kaum erlauben. Denn die neuen Ryzens werden laut aktuellem Stand noch auf allen alten Mainboards laufen. Also heißt es erstmal Ruhe bewahren und ganz tief durchatmen und vielleicht mal so ein Cookie essen. Sicher ist hier nämlich noch gar nichts. Gut möglich sind neue Mainboards aber schon, wenn auch technisch sicherlich nicht nötig. Nach so viel Intel muss es jetzt noch ein kleines bisschen Ryzen geben, sonst wandern mir viele Zuschauer eventuell noch zu Bibis Beauty Palace ab. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass sie ganz schnell wieder hier sein werden. Ja, worum geht's denn jetzt überhaupt? Endlich mal wieder was um den sagenumwobenen Threadripper, der größten CPU des ganzen Universums. Ein Prozessor, der so groß ist, dass selbst der Fliesenhandel an ihm interessiert ist. Leider ist der Quadratmeter dann allerdings ein bisschen teuer geraten. Wie bekannt erscheint ja bald die neue Ryzen 3000er Generation und wie gewohnt rechnet man kurz danach ja auch mit einem Threadripper Update auf Zen 2 Basis. Denn entsprechende Epic-CPUs gibt es natürlich auch und der Schritt zum Threadripper ist dann quasi ein Klacks. Und ausnahmsweise rede ich jetzt gar nicht lange drum herum, sondern zeige euch einfach mal was. Nun müsst ihr jetzt aber was machen, was besonders Zuschauer von Bibis Beauty Palace eher nicht so gewohnt sind. Ihr müsst nämlich eure Hirnzellen mal ein ganz klein wenig zum Mitmachen bewegen. Achtung, es geht los! Ja, an sich ist das nichts anderes als ein Suchbild, denn wo ist der Unterschied? Und alle mit einer Sehschärfe von mindestens plus minus 2 Dioptrien sollten auf der zweiten Folie den fehlenden Threadripper entdeckt haben, der bisher ja noch nach Ryzen Release angekündigt war und ja, nun ist dieser halt offensichtlich spurlos verschwunden. Weg, futsch, einfach nicht mehr da. Und hier bedarf es auch keiner Info von AMD. Threadripper 3000 wird wohl vorerst gestrichen. Gründe dafür kann es einige geben. Zum einen ist die Chipausbeute von Zen 2 vielleicht zu klein, um Epic, Threadripper und Ryzen zu bedienen. Zum anderen will sich AMD aber auch vielleicht nicht selbst Konkurrenz machen. Denn bekanntlich wird Ryzen 3000 höchstwahrscheinlich bis zu 16 Kerne bieten. Und mal ehrlich, wer kauft sich denn da noch einen Threadripper? Ja klar, Quad-Channel-Speicher ist natürlich schön, aber mit viel Glück gibt es bei Ryzen auch noch ein paar PCI-Express-Lanes als Bonus obendrauf. Und da hat die Threadripper-Plattform dann wenig Mehrwert. Außer man möchte natürlich mehr als 16 Kerne haben. Da kann man dann allerdings auch noch zur 2000er-Generation greifen. Ich bin allerdings sicher, dass AMD sich selbst einfach keine Konkurrenz machen will. Dann könnte AMD aber auch einfach den Threadripper erst ja, mit zum Beispiel 24 Kernen anbieten und man geht der eigenen Konkurrenz damit ja schon aus dem Weg. Aber keine Sorge, Threadripper 3000 wird kommen, nur halt später. Und wer über mehr Kleingeld verfügt als ein 14-Jähriger nach der Konfirmation, der kann sich dann sogar 64 Kerne in den eigenen PC schrauben. Und heute gibt es einen ganz besonderen Kommentar des Tages, denn hier werden eigentlich ja alle wichtigen Themen angesprochen. Die Umfrage der Threadripper, Cookies, CPUs, Grafikkarten und ja, was futtert der geneigte Hardcore-Gamer am liebsten richtig? Pizza ist auch noch dabei. Daher Folgen auch für die gesammelten Werke von Real Subunapi.
Deine Umfragen werden immer ungenauer. Jetzt fehlen schon ganze 3%. Was verschweigst du uns? Hier meine eigene Theorie. Ich glaube, du schnappst hier regelmäßig Zuschauer und zwingst sie unter anderem von 3-tägigen Cookie-Entzug zur AMD zu fahren und dort eine Woche die Threadripper zu schrubben, damit sie dir auch mal ein Testmuster ihrer CPUs und Grafikkarten zur Verfügung stellen. Und damit das nicht auffällt, behauptest du frisch, der YouTube-Algorithmus würde schlicht die Kommastellen ignorieren. Zum Glück würde diese Masche bei mir aber nicht ziehen. Ich habe die Cookies schon vor einer Woche abgesetzt und wie du sehen kannst, geht es mir total super. Mein Verstand arbeitet klarer denn je. So, nun muss ich aber Schluss machen, die NSA hat eben angerufen. Mr. Spock hat endlich meine Ortolana-Pizza fertig. Der Real Subunapi, ich kann es kaum aussprechen, hatte es aber echt mal verdient, Kommentar des Tages zu werden. Der kommentiert ja so unfassbar viel, dass ich langsam daran zweifle, dass er überhaupt noch ein Leben neben dem Kommentieren haben kann. Wobei das Leben ohne Cookies doch eh ziemlich sinnlos ist. Vielen Dank jedenfalls für den klasse Kommentar und bitte mehr davon. Aber um es jetzt mal kurz zu erklären, dass es ja sehr viele Kommentare zu den Umfrageprozentzahlen gibt. Ich kann einfach schlicht nichts dafür, dass es die 100% nie erreicht. YouTube selbst rundet hier gefühlt halt nicht mal eine Stelle hinterm Komma. Und so kommt es halt, dass es meist nur 97% sind. Oder die anderen 3% werden einfach unterdrückt. Es könnte dann eventuell der weibliche Anteil meiner Zuschauer sein, der bekanntlich in genau diesen Prozentregionen angesiedelt ist. Was ich übrigens weiterhin sehr, sehr traurig finde. Ja, okay, ich bin kein Brad Pitt, aber hey, ein Monty ist da auch nicht schlecht. Oder Mädels? Eine sehr interessante Umfrage gab es übrigens im letzten News-Video zu AMDs Navi-Grafikkarten. Nicht die Umfrage, sondern das Video. Denn ich fragte euch, besitzt du einen PC oder eine Konsole? Und ich bin stolz auf die 49%. Man hat hier nämlich immer so das Gefühl, dass die PC-User in einer erdrückenden Mehrheit auf diesem Kanal sind. Dem scheint aber nicht so, denn immerhin 49% besitzen nämlich ein PC und eine Konsole. Und dazu zähle ich mich natürlich auch. Der zweite Balken gehört aber wohl zu den Konsolengegnern. 44% haben einen PC und wollen auch gar nichts anderes. Wobei ich euch einen Ausflug in die heimischen Konsolengefilde durchaus mal empfehlen kann. Ja klar, technische Einschränkungen gibt es, dafür aber auch eine Menge Spiele, die ihr hier verpasst. Besonders auf der PlayStation 4 und der Switch, denn wer zum Beispiel Mario Kart nicht mag, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. 3% sind reine Konsolen-User, die aber immerhin planen, einen PC zu kaufen. Umgekehrt sind 2% der Teilnehmer dabei und wollen sich eine Konsole zulegen. Hier bin ich jetzt allerdings ein bisschen über diese niedrigen Zahlen, ja, doch ein bisschen überrascht. Ja, und nur 20 Zuschauer sind reine Konsoleros und haben sich trotzdem ein Video zum Thema PC-Hardware angesehen. Immerhin. Ja klar ist die Umfrage jetzt wenig repräsentativ in einem Video zu PC-Hardware. Ich finde es trotzdem stark, dass so viele Zuschauer auch den Konsolen nicht abgeneigt sind. Daumen hoch dafür! Apropos Daumen hoch, ihr wisst doch genau, was jetzt zu tun ist. Richtig, abschalten und Cookies fressen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.